Herz über Kopf. Bei Britta Hönscheids Tochter Jessie dreht sich seit dem Türkei-Urlaub alles nur noch um ihre große Liebe Tana. Mithilfe der Anwältin Helga Nachtigall will die zweifache Mutter verhindern, dass die 16-Jährige ihre Ausbildung aufgibt und auswandert. Doch Jessie hat eine neue Idee, wie sie das Verbot ihrer Mutter umgehen kann. Hallo, hallo. Und was wollt ihr uns sagen? Wir sind ja schon sehr gespannt. Na, habt ihr eure Auswanderungspläne in den Wind geschrieben? Nee, ganz im Gegenteil. Mama, Tana und ich werden heiraten. Oh nein, Frau Nachtigall. Sag mal, hast du denn gar nichts verstanden von dem, was ich dir gesagt habe? Das ist schon klar, dass das für sie jetzt ein dickes Ding ist. Aber Jessie und ich, wir lieben uns und wir wollen unser ganzes Leben miteinander verbringen. Das werde ich verhindern. Ich habe befürchtet, dass du so reagieren wirst. Aber es ist mir total egal. Dann versuch halt, uns daran zu hindern. Das wirst du eh nicht packen. Vielleicht darf ich mich genau an dieser Stelle mal einmischen. Also Jessie, du bist 16 Jahre alt, also damit bist du minderjährig. Und deine Mutter hat sehr wohl das Recht zu entscheiden, ob du heiratest oder nicht. Und du brauchst ihre Zustimmung. Und die wird sie dir, wie ich es höre, ja nicht erteilen. Ich habe mich aber auch im Internet informiert. Wenn du Nein sagst, dann gehen wir vor Gericht. Basta, dann können wir endlich in die Türkei. Ja, sehr schön. Im Internet steht aber zum Glück auch nicht alles. Also solltet ihr tatsächlich zum Gericht gehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Richter dich für ehemündig erklärt, aber sollte das so sein, hat deine Mutter dennoch immer noch das Recht, sich um deine persönlichen Angelegenheiten zu kümmern. Das wird sich nicht ändern. Habt ihr euch das eigentlich gut überlegt? Ja, das haben wir. Es ist genau das, was wir wollen. Aha. Und wie ist das so mit Geld und mit Arbeit und mit Wohnung? Das sind ja alles wichtige Dinge. Ihr seid noch jung und wie soll das alles funktionieren? Sie können noch so sehr versuchen, uns davon abzuhalten. Das wird eh nicht klappen. Außerdem haben Sie eh keine Ahnung von diesem Gesetzeskram. Ich habe das nur im Internet gelesen. Fertig, aus. Gut, dann halte ich jetzt mal den Mund. Hallo? Fräulein, du hast Stubenarrest. Hey! Selbst für sehr verliebte Teenager ist es eine sehr übereilte Aktion. Aber vielleicht hat Tana Jessie dazu überredet. Schließlich bekommt er mit der Hochzeit eine Aufenthaltsgenehmigung. Aber das sind momentan nur Spekulationen. Seit einer Woche duldet Britta den Liebhaber ihrer 16-jährigen Tochter im Haus, aus Angst, Jessie zu verlieren. Während der Teenager ihrer Mutter möglichst aus dem Weg geht, bemüht sich Tana, die Stimmung zu retten. Was machst du denn da? Ich hab ja schon gewischt. Ich wollte doch nur helfen. Ach, ist es dir hier nicht sauber genug, oder was? Hören Sie, ich will echt keinen Streit. Sie können so lange was anderes machen. Ich erledige das hier schon. Du brauchst dich hier nicht einzuschleimen mit ein bisschen Hausarbeit. Ja, Entschuldigung, dass ich helfen wollte. Nee, brauchst du nicht zu helfen. Doch, das Einzige, mit dem du mir helfen kannst, ist, indem du hier ausziehst. So, also, stell das alles wieder hin, du brauchst hier nichts zu machen. Machst hier sowieso nichts. Kochst hier abends und lässt den ganzen Scheiß in der Küche stehen, damit ich das alles wegmachen kann, Mama, oder was? Tana, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz aufhören, euch zu streiten? Was ist los? Was ist los? Schwanger. Wie bitte? Das ist jetzt ein Witz. Echt jetzt? Soll das heißen, ich werde Vater? Freust du dich denn gar nicht? Ich bin gerade ein bisschen baff. Das ist der Wahnsinn! Also, freust du dich wirklich? Ja, klar tue ich das. Ich meine, das ist jetzt ein großer Schock, aber klar freue ich mich. Egal, was kommt, wir schaffen das gemeinsam, okay? Mama, ich weiß, dass du jetzt echt geschockt bist. Aber jetzt ist es nun mal passiert und ich finde es echt schön. Bitte freu dich doch mit uns. Das würde mir wirklich echt viel bedeuten. Ich versuch's ja. Du siehst doch, wir sind beide bereit dazu. Und willst du wirklich noch unserem Glück im Weg stehen? Und dem deines Enkelkindes? Mama, ich will eine richtige Familie und dazu gehört für mich auch, dass Tana und ich heiraten. Mama, mach uns das bitte nicht kaputt. Anna, ihr seid überhaupt gar nicht alt genug und reif genug zu heiraten, geschweige denn Kinder zu kriegen. Und dann auch noch, ihr seht überhaupt gar kein Problem da drin, ne? Doch, das einzige Problem bist du. Und wenn du was von deinem Enkelkind haben willst, solltest du dir wirklich überlegen, um wen es dir eigentlich geht. Um dich oder um unsere Familie? Ich bin Vater.
Ich möchte ja Oma werden, aber doch nicht mit 42. Nee. Zur Erleichterung von Britta und Anwältin Helga Nachtigall wird Jessie beim Familiengericht für nicht ehemündig erklärt. Die ungeplante Schwangerschaft ist für das Gericht ein Beweis, wie unreif die 16-Jährige noch ist. Ganz toll, Mama. Wirklich. Glückwunsch. Sag noch einmal, dass es dir um mein Glück geht. Ich glaub dir kein Wort mehr. Hör mal, Jessie, du bist 16 Jahre alt. Ich möchte einfach nur, dass es dir gut geht. Du hast noch so viel vom Leben vor dir. Ja, aber nicht nur ich alleine. Ich krieg ein Kind. Das kannst du nicht so einfach wegschweigen. Jessie, deine Mutter hat sich die Entscheidung garantiert nicht leicht gemacht. Und das weißt du auch. Du bist 16 Jahre alt, wie wir alle wissen. Und wenn ihr euch wirklich liebt, dann bleibt ihr 2 Jahre zusammen und dann bist du 18 und dann könnt ihr heiraten. Wo ist das Problem? Eben. Ich habe mir das auch anders vorgestellt, wenn ich zum ersten Mal Oma werde. Komm, Schatz, beruhig dich. Das bringt doch alles nichts. Du wirst es nicht verhindern, dass wir glücklich werden. An meinem 18. Geburtstag fliegen wir in die Türkei und dann wirst du mich nie wiedersehen. Naja, jetzt warte mal. Mit dem Kind ändert sich ja auch alles. Lass uns erst mal warten, bis es soweit ist. Mhm. Na gut. Ihre Entscheidung, Frau Hönscheid, die war völlig richtig, ja? Dass Sie der Ehe nicht zugestimmt haben. Das Gericht hat Ihre Entscheidung bestätigt, das haben Sie gehört. Hm? Jetzt rennt sie weg. Ja. Gut. Aber ich habe voll Schiss, was soll ich denn machen? Ich habe Angst, dass sie abhaut. Mensch, die hasst mich doch. Nein, die haut nicht ab und die hasst sie auch nicht. Also erstens mal ist sie sich hoffentlich, das muss ich natürlich so sagen, darüber im Klaren, dass so eine Schwangerschaft kein Klacks ist. Ja? Und zweitens braucht sie für ihr Baby einen Vormund, weil sie ist minderjährig. Und der Vormund werden ja vielleicht Sie sein. Hm? Hoffen wir mal das Beste, dass Sie da irgendwie zur Vernunft kommt. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, okay, Frau Hönscheid, bis dann. Wir werden uns sehen. Ja, wir sehen und hören voneinander. Okay. Ja, tschüss, tschüss. Das ist schon sehr eigenartig, wie Satana sich hier verhalten hat. Also das mit dem Auswandern in die Türkei, das scheint irgendwie nicht mehr zu stimmen. Also wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt. Wo ist er denn überhaupt? Jessies Traumantana hat sich in einen Nebenflur verzogen und flüstert in sein Handy. Hat er etwas zu verbergen? Anwältin Helga Nachtigall kann zwar die Worte nicht verstehen, aber sie fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt. Ich wusste doch, dass der irgendwas im Schilde führt und uns nicht alles sagt. Also weder Frau Hönscheid noch Jessie noch ich wissen, worum es hier überhaupt geht. Aber das kriege ich auch noch raus. Benutzt Hanna seine Verlobte Jessie nur, damit er in Deutschland leben darf? Ich hab alles versucht, meine Energie ist verbraucht. Anwältin Helga Nachtigall fährt sofort zu ihrer Mandantin Britta. Sie will mehr über Tana erfahren und hat einen Plan. Aber wissen Sie, Frau Hönscheid, also Sie müssen sich, glaube ich, noch keine Gedanken machen. Also jetzt lassen Sie die Emotionen sich erstmal beruhigen. Die kochen ja jetzt ein bisschen hoch. Und dann werden wir auch einen Weg finden, mit Jessie zu reden. Ja, ich habe nur das Gefühl, ich hätte den vielleicht doch gestatten sollen. Ich will doch irgendwann mal mein Enkelkind sehen. Ja, also so weit sind wir ja noch nicht. Also Enkelkind, das dauert ja schließlich noch ein bisschen. Also da warten wir jetzt erstmal ab. Hm? Aber wissen Sie, ich mache mir eigentlich viel mehr Gedanken um diesen Tana. Wieso, was ist denn mit dem? Ich weiß nicht. Der hat sich im Gerichtssaal so eigenartig verhalten, als es darum ging, in die Türkei zurückzugehen oder nicht. Ja? Das war das eine. Und dann habe ich ihn nachher im Flur noch gesehen, wie er so ganz leise und geheimnisvoll mit irgendjemandem telefoniert hat. So leise, dass keiner von uns das mitkriegen sollte und vor allen Dingen auch Jessie nicht. Ah, mit wem hat er denn gesprochen? Das weiß ich ja eben gerade nicht und das würde ich ganz gerne herausfinden. Und wie wollen Sie das anstellen? Ich würde Ihnen an für sich vorschlagen, dass wir einen Privatdetektiv beauftragen, der dem so ein bisschen hinterher schleicht und guckt, was er so macht. Ein Privatdetektiv? Ach, das ist aber krass. Oder will der irgendwie Jessie was antun? Nein, der will Jessica nichts antun, darum geht's jetzt gar nicht. Ich habe das Gefühl, der will sich einfach nur eine Aufenthaltsgenehmigung erschleichen. Dann würde das auch mit der Hochzeit hinhauen, weil er kann ja nicht lange in Deutschland bleiben, wenn er keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und was soll ich in der Zwischenzeit jetzt machen? Sie versuchen hier Ruhe reinzubringen und die Wogen zu glätten. Und dann denke ich, wissen wir auch, wie es weitergeht. Ja, okay, gut. Machen wir so? Dankeschön. Wir telefonieren. Okay. Tschüss. Ja, Streit vermeiden. Wie soll ich das denn machen? Müssen Jessie und ich auf zwei verschiedenen Kontinenten leben? Frau Nachtigall hat gesagt, ich soll mir keine Gedanken machen wegen Tana. Das ist jetzt in meinem Kopf drin als Mutter. Also da mache ich mir schon Gedanken. Electric lights. Am nächsten Tag erhält Britta unerwarteten Besuch von Jessies Chef Achim Wolters. Der Supermarktbesitzer ist wütend über die Arbeitsmoral seiner 16-jährigen Auszubildenden. Britta hat Angst, dass ihre Tochter den Job endgültig verliert und hat bereits Anwältin Helga Nachtigall zu Hilfe gerufen. Bei mir ist die Geduld einfach am Ende. Wissen Sie, 3 Tage kommt die nicht zur Arbeit
geht nicht ans Telefon, Handy nicht, zu Hause nicht erreicht. Das Mädel ist ja nicht mal zu fassen. Geben Sie ihr doch einfach mal eine Chance. Mit, was soll sie denn machen ohne Ausbildung? Das ist mir doch egal. Was sind Sie für ein Mensch? Sollen Sie eine andere Lehre suchen? Ja, die werden sich freuen. Moment, Herr Wolders. Also ich habe ja jetzt nicht alles mitbekommen, aber nun wollte der Jesse doch kündigen. Wie wollte? Die ist längst raus. Ich bin hier nicht zu diskutieren. Ich wollte ihr ein Gesicht sagen. Aber das Mädel ist ja gar nicht da. Wir wissen überhaupt nicht, dass sie nicht zur Arbeit gekommen ist. Also lassen Sie uns doch bitte zuerst mit ihr reden. Reden Sie doch mit ihr. Meine Entscheidung steht fest. Ja. 20 Jahre Berufserfahrung habe ich nicht gehabt. Als Azubi, so unzuverlässig. Gibt's gar nicht. Mann, ich weiß gar nicht, ob ich weinen oder fluchen soll, Mensch. Was ist denn mit dem Mädchen los, Mann, ey? Die bringt mich doch zur Weißglut. Tja, wo ist sie denn? Wo kann sie denn sein, wenn sie schon nicht zu Hause ist? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich habe schon überall rumtelefoniert. Aber ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Mama, hoffentlich ist da nichts passiert. Bitte nicht weinen. Schatz, mein Gott, deine Schwester, die macht mir so einen Kummer. Hoffentlich wirst du mal nicht so. Weißt du vielleicht, wo die ist? Vielleicht. Wie was? Du weißt, wo die ist? Naja, ich habe nur mitbekommen, dass sie mit Vanessa telefoniert hat. Sie wollten irgendwie feiern oder so. Feiern? Und warum hast du das vielleicht nicht ein bisschen vorher gesagt, Schatz? Na, Jessie ist meine Schwester und ich wollte sie einfach nicht verpetzen. Okay, petzen ist wirklich doof. Aber in dem Falle, was unsere Familie angeht, da hättest du auch ruhig mal eine Ausnahme machen können. Das ist sehr wichtig. Sag mal, Mareike, kannst du vielleicht ein paar Stunden auf Kira aufpassen? Ja? Okay. Natürlich, kein Problem. Ich muss ja nicht Sachen Jessie unterwegs. Und, kommen Sie. Ja, okay. Ich fahre Sie. Los, klar. Lieb. Auto steht vor der Tür. Ja, ja, alles klar. Danke. Super. Kein Problem. Danke dir. Ohne Ausbildung findet Jessie doch nie irgendwas. Ja, und ein tolles Zeugnis kann sie von dem ja sowieso nicht erwarten. Aber Mensch, dieses Biest, das macht mich wahnsinnig. Mann! Wütend macht sich Britta mit Anwältin Helga Nachtigall auf den Weg zu Jessies Freundin Vanessa Bechtel. Eigentlich wollte ihre schwangere Tochter die Lehre fortsetzen. Nun hat Britta Sorge, dass Jessie nur mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand handelt. Was gibt's denn hier zu feiern? Sag mal, Fräulein, du hast gerade eben deinen Ausbildungsplatz verloren. Guten Tag. Oh, ey, was macht ihr denn hier? Kann man nicht einmal in Ruhe feiern? Hast du es nicht mitbekommen? Der Wolters war gerade eben bei mir in der Frittenbude und hat dir gekündigt. Und zwar fristlos. Ja, und? Ich bin jetzt eh nur Hausfrauenmutter. Das glaube ich jetzt noch nicht so richtig. Was wird eigentlich gefeiert? Mein Marco hat mir einen Antrag gemacht und da habe ich natürlich direkt die Mädels angerufen, weil sowas muss ja gefeiert werden. Das kann ich gut verstehen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Okay, aber was mir bei der Gelegenheit auffällt, Vanessa trinkt einen Orangensaft und die schwangere Jessie trinkt Sekt. Ach ja, gib mir den mal her. Was macht ihr eigentlich hier? Und woher wisst ihr, wo ich bin? Das tut absolut gar nichts zur Sache. Sag mal, weißt du nicht, dass Alkohol nicht gut fürs Baby ist? Also das weiß Jessie, rein theoretisch weiß sie das, aber eigentlich ist nicht Jessie schwanger, sondern Vanessa. Wir lassen euch besser mal allein. Immer Vanessa, kannst du mal hierbleiben? Wieso gehst du jetzt? Vanessa? Wie, du bist nicht schwanger? Sag mal, ich verstehe jetzt hier überhaupt gar nichts mehr. Sag mal, du lügst uns hier kackend dreist ins Gesicht? Mann, jetzt regt euch doch mal ab, ey. Ich habe das Glas bloß für ein Foto gehalten. Ich will nicht immer wie so eine Spaßbremse da rumstehen. Moment mal, Jessie. Wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, und das behaupte ich jetzt einfach mal, den positiven Schwangerschaftstest, den du deiner Mutter präsentiert hast, das war gar nicht deiner, sondern das war der von Vanessa, stimmt's? Hier habt ihr doch nicht mehr alle. Hört auf, mir hinterher zu schnüffeln. Hör mal, wie weit gehst du eigentlich hier? Uns hier alle so zu belügen. Hör mal, ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock drauf. Du kommst jetzt mit und dann gehen wir nach Hause und dann reden wir zwei heute Abend noch mal Tacheles darüber. Komm jetzt. Ich habe aber noch meine Tasche. Ja, dann nimm sie mit, Mann. Chill. Ich gebe dir gleich Chill. Ich fahre mit dem Auto. Ja, Nachtigall? Komm jetzt. Ja? Am Gendarmenmarkt. Mit Tana. Okay. Ich bin in einer halben Stunde da. Ja, gut. Das war der Privatdetektiv. Und der weiß, dass Tana jetzt ein Treffen hat am Gendarmenmarkt mit irgendeiner Person. Und da fahre ich jetzt hin, mal sehen, was dabei rauskommt. Anwältin Helga Nachtigall trifft sich mit Privatdetektiv Marek Dobrowski, der Tana bereits mit einer Frau im Visier hat. Guten Tag, ist hier frei? Darf ich mich ja, setzen? Ja, bitteschön. Ich schieb mal hier ein bisschen, danke. Was gibt's Neues?
Ungefähr 45 Minuten haben die in einem Coffeeshop gesessen. Ja. Dann haben die den Jungen ein Eis gekauft und haben sich hierher gesessen. Aha. Und, kennen Sie die Frau? Leider keine Ahnung. Keine Ahnung. Einzige, was ich über ihr sagen kann, sie ist sehr attraktiv. Und der Kleine scheint ihr Sohn zu sein. Aha. Also jetzt übergibt er gerade irgendwie ein Kuvert. Machen Sie doch mal ein Foto. So über die Schulter geht? Perfekt. Wunderbar. Und was haben Sie noch herausgefunden? Also, er ist tatsächlich ein Animateur. Aber vor kurzem hat er seinen Job verloren. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall ist er arbeitslos. Und da ist noch was mit seiner Wohnung. Und? Was hat die auch verloren? Fast. Er hat sie gekündigt. Also, er hat in Türkei im Moment gar keine Verbindung, keine Wurzel. Und über seine Freunde und Familie weiß ich auch leider noch gar nichts. Das ist erstmal sehr interessant. Sie haben mir schon sehr geholfen. Die Fotos schicken Sie mir dann bitte auf mein Handy. Kein Problem. Und ansonsten telefonieren wir, was es Neues gibt, ja? Wir telefonieren. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Schönen Tag. Das scheint ja hier alles sehr komisch zu sein. Jesse scheint von diesem Termin hier mit der fremden Frau überhaupt nichts zu wissen. Und der Taner scheint nicht zu beabsichtigen, in die Türkei zurückzugehen. Denn wenn er keinen Job mehr hat und seine Wohnung gekündigt hat, ist das schon sehr eigenartig. Aber ich werde Jesse jetzt erst einmal mit den Fotos konfrontieren. Anwältin Helga Nachtigall glaubt, dass sie Jesse mit diesen Fotos endlich wieder zur Vernunft bringen kann. Also das wird Sie interessieren, was ich hier mitgebracht habe, alle beide. Mhm. Und was soll das sein? Ja, nur mal einen Blick werfen. So, Tana, eindeutig, kennst du. Ja. Na, gut. Und die Frau da und das Kind, wer ist das? Keine Ahnung. Und was steigen Sie überhaupt meinem Freund hinterher? Jesse, ich hatte dazu jeden Grund. Tana sagt dir nicht die Wahrheit. Er hat in der Türkei keine Wohnung mehr und auch keine Arbeit mehr. Und er will auch nicht in die Türkei zurück. Quatsch, natürlich will er das. Das haben wir doch alles so geplant. Das scheint aber bei ihm nicht der Fall zu sein. Und vor allen Dingen, wer ist diese Frau und wer ist dieses Kind? Ja, kein Schimmer, aber da gibt's bestimmt eine Erklärung für. Ja, ja, das wird uns Tana dann erklären, ne? Das ist eine gute Idee und ich weiß auch, wo der ist. Und da sollten wir doch mal hinfahren und ihn damit konfrontieren. Und vielleicht hat er ja eine Erklärung dafür. Okay, aber nur um zu sehen, wie er euch lächerlich macht. Ja, wenigstens das. Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Tana hat keine Geheimnisse von mir, ganz sicher. Oder? Seit 2 Wochen kämpft Britta Hönscheid mit Anwältin Helga Nachtigall um das Wohl ihrer Tochter Jessie. Die 16-jährige Auszubildende will ihre Lehre aufgeben und mit ihrer Urlaubsliebe Tana in die Türkei auswandern. Doch die Juristin hat herausgefunden, dass der junge Mann in Berlin eine Wohnung sucht und sich mit einer jungen Mutter trifft. Benutzt er Jessie nur, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das hier könnte ein super Kinderzimmer sein. Ja, stimmt. Du hast ein gutes Auge dafür. Ich glaube, ich spinne. Plant ihr mir gerade ein Liebesnetz für dich und diese Tussi? Wow, 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 wow. Tussi? Guck dich mal an. Wer ist das? Das ist Jessie. Okay. Klärt das unter euch. Jessie, was? Genau, geh mal lieber. Was machst du hier? Ihr alle? Ich stelle dir die Fragen, ja? Wer ist diese Frau und war das dein Kind? Ist sie eine alte Urlaubsliebe genauso wie ich oder was? Lass mich doch mal was sagen. Ich kann dir das alles erklären. Ja, was kommen jetzt wieder für Lügen? Komm, lass ihn doch erstmal ausreden. Pass auf. Es ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Ebru ist eine alte Freundin von mir. Ja, wir haben uns in Urlaub kennengelernt, aber zwischen uns ist nie was gelaufen. Ja, klar. Warum triffst du dich denn hier so heimlich mit ihr? Ebru ist verheiratet. Mit einem netten Berliner. Ebru arbeitet ehrenamtlich für einen türkischen Verein, der den Leuten bei der Integration hilft. Und sie hat mich bei der Suche nach einem Job und einer Wohnung unterstützt. Ach, dann willst du gar nicht mehr zurück in die Türkei, oder was? Genau. Aber das habe ich dir nie erzählt. Damit du nicht glaubst, dass ich dich nur ausnutzen will. Ich liebe dich wirklich über alles. Tana berichtet von seiner Oma, die sehr krank ist. Sie hat ihn nach dem Tod seiner Eltern wie ihren eigenen Sohn aufgezogen. Er will jetzt dafür sorgen, dass sie in Deutschland die nötige Pflege bekommt. Meine Oma. Schönes Bett. Jessie, das war echt nicht böse gemeint. Ich wollte nur nicht, dass du denkst, dass ich dich nur ausnutzen will oder so. Ich meine das wirklich sehr ernst mit dir. Und in dieser Wohnung hier hätten wir sogar Platz für ein Kinderzimmer. Apropos, ich muss dir auch noch was sagen. Das mit der Schwangerschaft, das war gelogen. Was? Gelogen? Warum? Weil ich wollte, dass Mama mit der Hochzeit einverstanden ist. Ich
Sauer darf ich ja wohl nicht sein, oder? Immerhin haben wir beide gelogen. Tut mir echt leid. Alle Lügen sind gebeichtet. Britta ist erleichtert, dass ihre Tochter nun doch zu Hause bleibt und in Tana die Liebe gefunden hat. Es tut mir sehr leid, was ich Ihnen für einen Stress gemacht habe, aber das mit meiner Oma ist mir echt wichtig. Ist schon okay. Das kriegen wir auch noch hin. Dabei helfe ich Ihnen. Das wäre super. Danke. Gut. Wohnungsbesichtigung beendet. Mein Gefühl war völlig richtig, dass Tana andere Ziele verfolgt hat, als er Jesse hat glauben lassen. Aber letztendlich kommt es doch nur darauf an, und das ist doch das Wichtigste, dass sie es wirklich ehrlich miteinander meinen, trotz all der Lügen. Seit Britta weiß, dass Tana ihre Tochter wirklich liebt, hat sie nichts mehr gegen die Beziehung einzuwenden. So ist auch der Friede zwischen Mutter und Tochter wiederhergestellt. Mittlerweile ist Tanas Oma Filiz nach Berlin gereist. Zur Feier des Tages gibt es türkische Spezialitäten. Darf ich vorstellen, meine Oma Filiz. Und keine Sorge, sie kann auch Deutsch. Hallo Filiz, merhaba Britta. Nasıl sen iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sehr schön. War das richtig? Jesse, kennen Sie ja schon? Yes, benim yavrum. Aman, aman. Und das ist meine Tochter Kira. Kira, hallo canım. Tatlım. Wollen wir zwei uns schon mal hinsetzen? Ja. Okay, gut. Mach mal Platz, ihr Turteltauben hier. Frau Nachtigall, also die Anwältin von meiner Mama, hat Tana so eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer seines Zahnmedizinstudiums besorgt. Weil in der Türkei hat er ja schon eine Ausbildung als Zahntechniker. Und jetzt verdienen wir beide Geld. Ich mit meiner Lehre und er mit seinem Nebenjob. Und so können wir auch seine Oma unterstützen. Weißt du was? Maschallah, du hast eine hübsche Tochter. Entschuldigung, du hast natürlich zwei hübsche Tochter. Dankeschön. Und ich bin sehr zufrieden, dass Tana und Jesse zusammen sind. Du, das bin ich auch mittlerweile. Weil am Anfang hatten wir ja leichte Probleme, ne, Tanja? Hi. Ja, davon habe ich gehört. Aber ich habe von ihm die Ohren lang gesucht. Sehr gut. Das werde ich mit Sicherheit auch noch machen. Gesagt, getan. Britta ist froh, dass bei Jesse und Tana erst einmal ihre Ausbildung im Vordergrund steht. Das frisch verliebte Paar will sich erst eine Basis schaffen, bevor es an die Familienplanung denkt. Und erst wenn Jesse volljährig ist, wollen sie zusammenziehen.